Roboter. In der Industrie sind sie längst etabliert. Jetzt erobern sie weitere Bereiche unseres Lebens. In der Medizin verändern sie das Berufsbild des Chirurgen. Bestimmte Aufgaben kann er besser, als ich kann. Roboter werden immer menschenähnlicher. Das Ziel der Forschung, soziale Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Roboter sind gute Gesprächspartner, vor allem für ältere Menschen. Roboter übernehmen immer mehr Aufgaben. Die Automatisierung macht Maschinen zu Konkurrenten des Menschen. Die neue Technologie verändert alles. Sie kann Unternehmen zerstören oder gar Industrien und sie kann Jobs vernichten. Wir stehen am Anfang einer Entwicklung hin zu einer vernetzten Welt, in der Maschinen selber denken und lernen. Was diesbezüglich alles auf uns zukommt, ist noch gar nicht fassbar. Das Potenzial ist enorm, die Gefahren aber auch. Guten Abend und herzlich willkommen zu einem ECO-Spezial über Robotik und Automatisierung. Mit mir im Studio ist heute ein Experte. Guten Abend, liebes ECO-Publikum. Mein Name ist Roboy. Schön, dass ich hier bin. Entwickelt wurde Roboy von Rolf Pfeiffer. Er gilt als die Schweizer Robotik-Koryphäe. Rolf Pfeiffer auf Besuch an der Technischen Universität München. Wenn Roboy nicht gerade im ECO-Studio moderiert oder sonst irgendwo auf der Welt an einer Vorführung ist, ist er in diesem Labor. Ein Forscherteam entwickelt im Auftrag von Rolf Pfeiffer Roboy weiter. Konkret einen neuen Arm. Ich meine, was ich da sensationell finde, ist, das fühlt sich genau an, wie wenn man einem Menschen quasi die Hand gibt. Normale Roboter haben Motoren in den Gelenken. Aber ich meine, sie haben Muskeln und Zähne, die über Gelenke hineingezogen werden. Und das haben wir versucht, da zu reproduzieren, das Prinzip. Schneller, sehniger, menschenähnlicher. Rolf Pfeiffer will die Auswirkungen künstlicher Intelligenz besser verstehen lernen. Er erforscht, wie Menschen auf Gefühlsäußerungen von Maschinen reagieren. Ich will dir zeigen, wie ich fühlen kann. Ich kann glücklich sein. Ich kann sauer sein. Früher waren die Roboter in der Fabrikhalle. Und die Art von Robotern, die sind eben die Roboter aus der Fabrikhalle rausgekommen, in unseren Lebensraum hinein und teilen jetzt ihren Lebensraum mit unserem. Und dann ist natürlich die Roboter-Mensch-Interaktion sehr wichtig. Es freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin erst 2 Jahre alt und ich mag meine Hände. Gebaut wurde Roboy in 9 Monaten. Entwicklungskosten rund 800.000 Franken. Finanziert durch Forschungsgelder und private Sponsoren. Ich kann schüchtern sein. Roboy ist Rolf Pfeiffers Meisterwerk. Nach 30 Jahren als Robotikforscher an der Universität Zürich. Für ihn ist klar, in Zukunft werden Menschen immer mehr mit sogenannten humanoiden Robotern in Berührung kommen. Jetzt anstatt, dass man zum Beispiel an einer Rezeption einfach einen Touchscreen hat, wo die Leute sich doch anmelden und Informationen holen, dass man da so einen Kopf hat, wo dann auch Gesichtsausdruck hat, wo real ein physisches Objekt ist und nicht nur einfach immer ein Bildschirm. Der Kopf, der erkennt das Gesicht. Dann bewegt sich die Person, dann schaut er dieser Person nach, kann mit dieser Person reden. Ich glaube, das ist eine ganz andere Qualität. Damit übernehmen Roboter nicht nur neue Funktionen, sondern auch Arbeitsplätze. Automatisierung ist das Stichwort. Für Rolf Pfeiffer kein Problem. Im Gegenteil. Also ich bin immer der Meinung, was man kann automatisieren, soll man automatisieren. Mehr von Rolf Pfeiffer sehen Sie später in der Sendung. Automatisieren, was man automatisieren kann. In der Industrie hat dieses Credo schon längst Einzug gehalten. Ohne Automatisierung wären die westlichen Industrienationen nicht mehr konkurrenzfähig. Industrieroboter erleben gerade einen Entwicklungsschub. In Zukunft sollen Mensch und Maschine eng zusammenarbeiten. Industrieroboter montieren, schweißen, heben Lasten. In kaum einer Produktionshalle fehlen sie. Ihre Verkaufszahlen nehmen zu. Vor 20 Jahren wurden weltweit rund 70.000 Industrieroboter verkauft. 10 Jahre später waren es mit 120.000 fast doppelt so viele.
Dieses Jahr sollen es bereits 225.000 sein. Für 2017 rechnet die Organisation World Robotics mit über 300.000 Stück. Die einarmigen Arbeitsmaschinen gibt es in allen Größen. Eines haben sie alle gemeinsam. Sie stehen hinter Gittern. Zu groß die Gefahr, dass sie Menschen verletzen. Das soll sich ändern. An der Industriemesse in Hannover präsentierte ABB diesen Frühling die neueste Generation von Industrierobotern, den zweiarmigen Yumi. Der ist sicher, wenn Sie den berühren würden, würde er sofort stehen bleiben. Der zweite Punkt ist, wenn Sie den. Das zweite ist, der Roboter lernt selbst. Der hat Kameras, der Roboter kann geführt werden und wird sehr, sehr schnell und intuitiv programmiert. Die Roboter werden aus den Käfigen gelassen. Dies wird die Produktion in den Industriehallen weltweit revolutionieren. Davon ist Per Vegard Nerset, Leiter Robotik bei ABB, überzeugt. Menschen und Roboter können an der gleichen Produktionsstraße arbeiten, an der gleichen Aufgabe, am gleichen Prozessschritt. Sie können wirklich eng zusammenarbeiten. Weil Yumi zwei Arme hat und feinmotorisch geschickt ist, eröffnen sich neue Einsatzmöglichkeiten. So können immer mehr Produkte von Robotern hergestellt werden. Einfache Produkte, wie zum Beispiel Kugelschreiber oder Füllfederhalter. Oder in der Uhrenindustrie, gerade in der Schweiz. Oder im Bereich Nahrungsmittelhandling, grundsätzlich bei filigranen Arbeiten. An der Expo in Mailand wurde Yumi der Öffentlichkeit vorgestellt. Die neue Generation von Robotern wird die Produktionskosten weiter senken und die Automatisierung vorantreiben. Je mehr Roboter zum Einsatz kommen, umso weniger menschliche Arbeitskraft braucht es. Diese Entwicklung wird verstärkt durch sogenannte Service-Roboter. Roboter, welche Dienstleistungen für uns Menschen erbringen. Auf diesem Gebiet gab es in den letzten Jahren enorme Fortschritte. Führend in diesem Bereich ist das Robotiklabor am renommierten MIT in Boston. Am Massachusetts Institute of Technology warnen aber auch zwei Ökonomen vor den Auswirkungen der Automatisierung für die Gesellschaft. Durch Leistung vorankommen und Neues entdecken. Dieses Motto ist am Charles River besonders ausgeprägt. Hier in Boston steht die renommierte Elitehochschule MIT, das Massachusetts Institute of Technology. Menschliche Leistung erhält Konkurrenz von Maschinen. Die beiden Ökonomieprofessoren Andrew McGuffey und Erik Brynjolfsson glauben, die zunehmende Automatisierung schaffe Verlierer in der zukünftigen Arbeitswelt. Wir haben 200 Jahre Erfahrung mit industriellen Technologien. Und das Muster war immer dasselbe. Der Ökonom Joseph Schumpeter nannte dies kreative Zerstörung. Das heißt, technologischer Fortschritt zerstört Unternehmen, ganze Industrien und damit auch Jobs. Technologie hat schon immer Jobs zerstört und neue geschaffen. Heute scheint es, dass Jobs schneller zerstört als neue kreiert werden. Keine guten Aussichten. Einigen wird die Automatisierung mehr Wohlstand bringen, andere werden auf der Strecke bleiben. Ich glaube, ich werde es noch erleben, dass die Wirtschaft überaus produktiv sein wird, aber dazu weniger menschliche Arbeitskraft benötigt als bisher. Facebook, Google, Apple, Amazon, sie alle beschäftigen nur ein paar hunderttausend Menschen. Das sind Millionen weniger als in der Automobilindustrie. Die heutige Technologie benötigt viel weniger Arbeiter, um mehr zu produzieren. Das ist auch eine Konzentration des Wohlstandes. Dies verstärke das Ungleichgewicht in der Gesellschaft. Aufhalten lässt sich diese Entwicklung nicht. Das zeigt sich am MIT selbst. Hier befindet sich eines der weltweit führenden Forschungslabors für Robotik. Die verspielten Kreationen täuschen leicht darüber hinweg, wie bahnbrechend ihre Entwicklung ist. Die Wissenschaftler tüfteln Roboter aus mit immer mehr Fähigkeiten und stärkerer Rechenleistung. Gleichzeitig
werden sie immer billiger und leichter zu bauen. Daniela Ruß leitet das Forschungslabor. Für sie gibt es keinen Zweifel. Ohne Roboter könne sich die Menschheit nicht weiterentwickeln. Hier am MIT in diesem Labor ist unser Ziel, immer leistungsfähigere Roboter zu kreieren, um mehr über Autonomie und Intelligenz zu lernen und um an neues Wissen zu gelangen, das die Menschheit auf eine höhere Stufe bringt. Für die Wissenschaftler sind das zum Beispiel die verfeinerten Greifeigenschaften eines Industrieroboters der neuesten Generation. Die Forschung mit einer Silikonhand ist die neueste Errungenschaft des Robotiklabors. Roboter sollen Menschen helfen, so wie Computer unser Leben vereinfacht haben. Wir möchten, dass Roboter die Welt zu einem besseren Ort machen. Die Welt zu einem besseren Ort machen. Für Robotiker sind das unter anderem selbstfahrende Autos und Lastwagen. Welche Aufgaben der Fahrer dann übernimmt, bleibt offen. In der Physiotherapie unterstützen Roboter als Außenskelette die Rehabilitation. Und in der Pflege können Roboter schwere Arbeiten übernehmen oder eine Pflegerin ganz ersetzen. Eine bessere Welt durch Roboter. Laut MIT-Ökonomen zahlt die Mittelschicht dafür den Preis. Eine Generation vor uns erledigte die Mittelschicht vor allem Routinearbeiten. In der Fabrik, im Büro, als Angestellte. Jetzt können Maschinen diese Arbeiten übernehmen. Die Frage ist, wo steht die Mittelschicht in 5 oder 10 Jahren? So a really important question is, where is the middle class of tomorrow, 5 years from now, 10 years from now? Where's that going to come from? Wir können viel tun, um die Jobsituation zu verbessern. Erstens, und das ist am wichtigsten, mehr in Bildung investieren. Als Gesellschaft und jeder individuell für sich. Jeder kann sich ein Leben lang fortbilden, um damit neue Fähigkeiten zu entwickeln, die im zweiten Industriezeitalter wichtig sind. Zweitens können wir das Unternehmertum fördern. Nicht, weil alle Unternehmer werden sollten, aber es ist nötig, dass neue Jobs kreiert werden, neue Industrien, neue Dienstleistungen. Doch was heißt das genau? Welche menschlichen Leistungen sind in Zukunft gefragt? Darauf hat man auch in Boston noch keine Antworten. Heutzutage treffen wir Roboter an den verschiedensten Stellen im Alltag, im Spital genauso wie im Büro. Das heißt, nicht nur Industriearbeiter werden durch Maschinen ersetzt, selbst Bankern, Anwälten und Buchhaltern droht der Jobverlust. Und auch Moderatoren können durch Roboter ersetzt werden. Hoffentlich noch nicht so bald. Welche Berufe aber tatsächlich von der Automatisierung bedroht sind, hat das Beratungsunternehmen Deloitte exklusiv für ECO untersucht. Am stärksten bedroht mit einer Automatisierungswahrscheinlichkeit von 97% sind Sekretariatsberufe. Mit 86% sind Postverteiler und Sortierer ebenfalls stark betroffen. Auch Acker- und Gemüsebauern müssen sich mit einer Automatisierungswahrscheinlichkeit von 75% Sorgen machen. Alles Berufe mit einem eher tiefen Ausbildungsniveau. Überraschend ist, auch hochqualifizierte Jobs sind bedroht. Zum Beispiel Buchhalter und Steuerberater. Bei Vermessungsingenieuren liegt die Quote bei 63%. Und auch Finanz- und Anlageberater sind gefährdet. Insgesamt ist in der Schweiz in den nächsten 20 Jahren gemäß Studie jeder zweite Job bedroht. Der Bankkunde und sein Berater. Ein Vertrauensverhältnis. Das persönliche Gespräch ist wichtig. Doch in der heutigen Zeit sind andere Lösungen gefragt. Vor allem die jüngere Generation will keine klassische Beratung mehr. So denken auch diese beiden Jungunternehmer, ETH-Physiker Felix Niederer und Digitec-Gründer Oliver Herren, und haben daraus ein Geschäft entwickelt.
Seit einem Jahr bieten sie Vermögensverwaltung komplett online an. Man nennt das Modell auch Robo-Advisor. Denn auch das ist Robotik. Im Hintergrund arbeiten Algorithmen und Programme autonom. Die Software empfiehlt einen Anlagemix, der Kunde kauft per Mausklick. Heutzutage kauft man das Ticket auch nicht mehr am Bahnschalter, sondern man kauft das SBB ein Billett auf der Mobile-App. Wieso nicht auf Vermögensverwaltung? True Wealth hat erst knapp 500 Kunden und ist noch keine Gefahr für die traditionellen Banken. Das Geschäftsmodell könnte aber die Branche umkrempeln. Auch im Gesundheitswesen ist Robotik und die damit verbundene Automatisierung auf dem Vormarsch. Das Zürcher Stadtspital Triemli. Im Dienst von Patienten steht hier immer mehr die Maschine. Wie etwa im Labor der klinischen Chemie. Das Personal füllt die Anlage mit Blutproben. Die Analyse geschieht automatisch. Das Gerät misst Blutzucker- und Cholesterinwerte rund um die Uhr. Ich sehe viele Vorteile von der Automatisierung. Zum Beispiel die Fehler, menschliche Fehler reduzieren. Und die Maschine arbeitet schneller als Menschen und präziser allgemein und zuverlässiger. Der Laborroboter kostete das Spital rund 1 Million Franken. Obwohl er einen großen Teil der Arbeit übernimmt, sei Personalabbau kein Thema. Für die einfachen Arbeiten brauchen wir viel weniger Personal. Aber das gesparte Personal werden wir für komplexe Arbeit einsetzen. Dank der Maschine könne man viel mehr verschiedene und aufwendigere Tests durchführen, wofür es Personal brauche. Und der Roboter erweitert das Stellenprofil. Wir haben ganz neue Aufgaben. Wir müssen jetzt das Gerät, das ist extrem aufwendig zum in Betrieb halten. Wir haben eine Person, die den ganzen Tag nur schaut, dass das Gerät läuft. Hat's früher nicht gegeben. Auch im Operationssaal sind Roboter Alltag. Der Da Vinci-Roboter unterstützt den Arzt bei Prostata-Operationen. Operiert wird via Bildschirm und Joystick. Der Arzt steuert, der Roboter führt die Anweisungen präzise am Patienten aus. Der Roboter hat seinen Preis: 2 Millionen Franken. Robotik in der Medizin soll noch viel weiter gehen. Im Innovationszentrum Nordwestschweiz in Basel wird ein Roboter entwickelt, der die Gesichtschirurgie verändern soll. Hans-Florian Zeilhofer ist Chefarzt der Kiefer- und Gesichtschirurgie im Unispital Basel. Er hat Roboter Carlo mitentwickelt. Der schaut einen richtig an, gell? Carlo ist ein richtiger Roboter, der operieren kann, der nicht von mir manipuliert werden muss, sondern der aufgrund von Daten, die ich vorher habe, von einem Operationsplan, den ich vorher virtuell festlege, den dann am Patienten selbstständig umsetzen kann. Der Chirurg gibt die Daten ein, der Roboter operiert. Der große Vorteil, der Roboter schneidet mit einem Laserstrahl und ist dadurch viel präziser als ein Arzt mit Skalpell. In der Regel ist er Teil eines Teams. Das heißt, ich werde immer noch mitoperieren, aber bestimmte Aufgaben kann er besser, als ich kann. Zeilhofer hat Carlo zusammen mit einem Spin-off-Unternehmen der Uni Basel entwickelt. Nach klinischen Tests soll der Roboter in 2 Jahren auf den Markt kommen. Bald sollen Roboter auch ärztliche Diagnosen erstellen können. Daran wird in den USA gearbeitet. Mit Hilfe des Supercomputers Watson, entwickelt von IBM. Watson hilft bei Krebspatienten zu diagnostizieren. Der Supercomputer kann mit einer riesigen Datenmenge gefüttert werden und Patientendaten mit medizinischen Studien vergleichen. Vielleicht gehen Sie in der Zukunft zum Arzt und neben dem Arzt sitzt noch ein Roboter und hilft im Team mit. Warum nicht? Wenn es dem Patienten dient, wenn es der Diagnosefindung dient und wenn es dient, die richtige Therapie zu finden, dann ist das gut. Roboter übernehmen die Welt. Bis jetzt finden solche Szenarien zum Glück nur in Hollywood-Filmen statt. Doch die Angst davor ist so alt, wie es Roboter gibt. Nicht überall geht man gleich mit dem Thema um. In Japan beispielsweise überwiegt der Glaube an den Fortschritt und an eine bessere Welt durch Roboter. Dies ist mit ein Grund, warum der Schweizer Rolf Pfeifer, der Schöpfer von Roboy,
nach Japan ausgewandert ist. Japan, das Land der technologischen Innovation. Der richtige Ort für Rolf Pfeiffer. Mitten in Tokio zusammen mit seiner Frau. Alles, was neu sei, lieben die Japaner. Besonders neue Technologien. Die Japaner lieben Roboter und ich glaube, das ist ein gutes Land für Roboter. Also wenn ich Roboter wäre, würde ich auch in Japan leben. Für die Japaner ist auch die Umwelt beseelt. Also es ist nicht so, dass es einfach tote Objekte sind, sondern zum Beispiel auch Werkzeuge, Gegenstände und natürlich auch Roboter, die haben eine Seele. Einer der neuesten ist Roboter Pepper. In Japan seit dem Sommer auf dem Markt und sofort ausverkauft. Pepper arbeitet in einem Café und zeigt dabei Humor. Kitzle mich. Er erkennt laut seinem Hersteller Gefühle und Stimmungen. Sein Zweck hier ist profaner. Er berät Kunden beim Kauf von Kaffeemaschinen. Du wiederholst dich. Kannst du nicht mal was anderes sagen? Pepper ersetze kein Personal, betonen die Betreiber. Und man glaubt es sofort. Das sieht eher nach einem Werbegag aus. Er hat noch ein wenig Funktionalität. Es ist vor allem jetzt einfach soziale Interaktion. Der kann jetzt noch keinen Kaffee machen. Aber er kann über Kaffee reden. Er kann einem irgendwie sagen, was es für Kaffeemöglichkeiten gibt und so. Und ich finde das gar nicht schlecht gemacht. Aber wie gesagt, also, there is room for improvement. Improvement oder Verbesserung könnte auch heißen, er nimmt den Menschen die Arbeit weg. In Japan wird an vielen Orten automatisiert, um Arbeitsplätze einzusparen. Rolf Pfeiffer besucht ein Sushi-Restaurant in Tokio. Das Essen wird hier per Bildschirm bestellt und fährt ein paar Minuten später heran. Für den Wissenschaftler macht das Sinn. So, das ist jetzt ein schöner. Also das ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, oder? Also man kann da sicher mit dem, würde ich sagen, kann man schon Arbeitskräfte sparen. Und das scheint auch sehr gut zu funktionieren. Das ist schnell, da kommt man sofort zu seinem Zeug, man kann das locker da bestellen. Arbeitsplätze durch Roboter ersetzen. In Japan kein Schreckgespenst. Vor allem wegen der steigenden Überalterung. Es fehlt zunehmend an Nachwuchs und damit an jungen Arbeitskräften. Eine eigenwillige Maßnahme traf das Hotel Henna in Nagasaki. Hier empfangen nicht Menschen, sondern Roboter die Gäste. Weil die Bevölkerung schrumpft und Arbeitskräfte fehlen, fördert die japanische Regierung die Robotik. Besonders in der Kranken- und Altenpflege gibt es viel Innovation. Wie diese Plüschrobben, die mit demenzkranken Senioren reden und damit soziale Aufgaben übernehmen. In Japan reist Rolf Pfeiffer oft mit dem Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen zwischen Tokio und Osaka. Gesteuert wird der Zug noch von Menschen. Und auch das Servicepersonal wurde noch nicht durch Roboter ersetzt. Rolf Pfeiffer ist in Japan ein gefragter Spezialist. An der Universität von Osaka referiert er regelmäßig als gut bezahlter Dozent über Robotik. Heute besucht er einen Kollegen, den berühmtesten Robotiker Japans. Professor Hiroshi Ishiguro. Hinter dieser Labortür beginnt eine andere Welt. Ein Mitarbeiter Ishiguros versucht gerade, einen Roboter durch seine Hirnsignale zu steuern. Ishigurus oberstes Ziel ist, Roboter sollen noch menschenähnlicher werden. Berühmt wurde der Professor mit einem Klon, den er von sich gebaut hat. Dass er sich damit unsterblich machen will, ist nur eines seiner Motive. Seine Roboter sollen die besseren Menschen sein. Manchmal vertrauen Menschen einander nicht. Vor allem Ältere sind misstrauisch. Gegenüber den Robotern haben sie dieses Misstrauen nicht. Darum können Roboter gute Gesprächspartner sein für ältere Menschen. Ja,
Die japanische Regierung unterstützt Ishiguros Forschungsarbeit mit Millionenbeträgen. Die Grenzen zwischen Mensch und Maschine sollen durchlässiger werden. Jetzt versuchen wir, Gefühle und Begehren in Roboter einzubauen. Damit wird ein Roboter noch menschlicher, kann besser mit dem Umfeld interagieren. Und er kann die Gefühle der Menschen verstehen. Beim Feierabendbier fachsimpeln die beiden Robotik-Koryphäen, wo ihre Roboter noch zum Einsatz kommen könnten. Pfeiffer sucht Investoren für sein Projekt einer Robo-Lounge, in der Roboter Menschen bedienen sollen. Trotzdem glaubt er nicht, dass den Menschen die Arbeit ausgeht. Die Menschen sind unglaublich kreativ. Die finden immer einen Weg, interessantes Zeug zu machen. Und wenn wir schauen, heute gibt es derart viele Tätigkeiten, Jobs, Berufe, die man vor 20 Jahren überhaupt niemand irgendwie daran gedacht hätte. Vor 20 Jahren dachte auch noch niemand daran, dass bis zur Hälfte aller Jobs wegfallen könnte. Was mit den Betroffenen geschieht, wie die Gesellschaft grundsätzlich mit Robotern umgehen wird, diese Fragen bleiben unbeantwortet. Die Beispiele aus Japan zeigen, wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung. Roboter werden sich selbst steuern, managen und sich mit anderen Robotern zusammenschließen können. Gesteigerte Produktivität macht wirtschaftlich Sinn, gesellschaftlich sind aber noch viele Fragen offen. Diesen gesellschaftlichen und philosophischen Fragen widmet sich am nächsten Sonntag die Sendung Sternstunde Philosophie um 11 Uhr auf diesem Sender. Titel der Sendung: Künstliche Intelligenz, hat der Mensch bald ausgedient? Mit dabei sein wird auch mein Roboterkollege Myon. Ich freue mich darauf. Das war unser Eco-Spezial über Robotik und Automatisierung. Diskutieren Sie mit auf Twitter, Facebook und unserer Internetseite. Jetzt folgt hier Schawinski. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Auf Wiedersehen.